Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen heute Rick's Mechanized Combat League. Ich freue mich schon drauf. Jetzt muss ich erst noch kurz wieder einstellen, dass alles scharf und richtig synchronisiert ist. Das scheint zu passen. Dann gehen wir gleich rüber. Online. 3 gegen 3. Ich hoffe, man hört mich. Das Mikrofon musste ich ein bisschen weiter weg tun. Ah, Power Slam. Diese Mischung aus 3 Kills machen und dann sich selber durch den Korb befördern. Also so eine Art Basketball. Im Moment noch den Test-Rig ausgewählt, aber ich nehme wieder meinen Vampire, mit dem bin ich richtig zufrieden. Die Laserstrahlen und der Flugmodus ist einfach unschlagbar. So, von mir aus kann es losgehen. Erst wieder reinkommen, dass ich jetzt nicht mit dem Controller steuere, sondern mein Ziel mit dem Blick fokussieren muss. Ja, ich bin gespannt. Ja, das Ausweichen mit L1 und R1 habe ich noch nicht wirklich drauf, muss ich zugeben. Aber wird alles. Die da. Ja, ein bisschen schneller, bitte. So. Lass mich mal Rick auswählen. Oh, schade, ich starte jetzt mal. Test Rick. Das ist ja echt beschissen. Ja, okay. Versuchen wir mal hier unser Glück. Das war im nächsten Spiel. Haltet euch lieber fest, Leute, denn dieses Match hat das Potenzial zum Klassiker. Und los geht's! Piloten, werft die Reaktoren an! Showdown, der alle Erwartungen übertrifft. Gegenseitiger Takedown. Wenn man schon geht, dann gemeinsam. Cockpit in Bewegung. Bitte warten. Du bist dran. Mach ihnen die Hölle heiß. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm. Das könnte ein Tor für die Sharks werden. Da hält ein Tor zu.
Minute. Irgendwie das Gefühl, er ist an die Mauer. Die Aces kommen. Ich glaube, in jedem Spiel. Die Aces liegen vor. Wir haben jetzt 2 zu 1. So hatten sich die Chance das heute nicht vorgestellt. Schade. Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Cockpit in Bewegung, bitte warten. Ein Ace rückwärts zum Tor. Ein weiterer Rick. 10 Sekunden bis zur Halbzeit. Overdrive ist online. Konzentriere dich auf das Tor. Halbzeit! Die Sharks liegen zurück. Aber sie sind der Konkurrenz auf den Fersen. In der zweiten Halbzeit werden sie alles geben. Ihr teilt euch den zweiten Platz im Team und eine Hälfte steht noch bevor. Overdrive aktiv, du kannst jetzt punkten. Schön sitzen bleiben, Leute. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Los, ab ins Tor. Dein Overdrive ist halb vorbei. Beweg dich. Fast geschafft. Los, weiter. Ein Team... Tolles Tor! Fantastisches Tor. Die Sharks können ausgleichen. Sie liegen gleich auf mit dir 2 Punkten. Das ist ein Team. Ein Rig deines Teams ist beim Tor. Hilf ihm. Das könnte ein Tor für die Schatten. Die Schatten-Pilotin erzielt ein weiteres Tor in Folge für ihr Team. Die Schatten ziehen gleich auf und sind jetzt kaum angekommen. Gleichstand mit 2 Punkten. Super Vorlage. Schaut auch schneller. Sammeln wir Dinge ein. Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm. Ein Shark-Rig im Overdrive ist auf dem Weg zum Tor. Es steht 3-2. Der Punkt bringt den Sharks die Führung. Ein Ace-Rig will zum Tor. Der Punktestand ist jetzt 4-3. Das sieht gerade gar nicht gut für die Aces aus. Da rennt ein Ace-Ring auf das Tor zu. Die Aces kommen. Und das reicht für die Aces, um auszugleichen. Das ist ein Gleichstand bei 4-4. Ein Rig deines Teams ist am Tor. Hilf ihm. Sofort wieder volles Leben. Tor! Und das reicht für die Aces, um auszugleichen. Das ist ein Gleichstand bei 4-4. Das Spiel ist aus und die Sharks sind die Sieger. Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Ein wirklich enges Spiel. Doch die Sharks haben am Ende knapp, aber verdient gewonnen. Du warst toll da draußen und konntest insgesamt Platz 2 im Team holen. Du warst länger im Overdrive als alle anderen im Spiel. Schön für mich, aber... Herr Zotter, wer heißt das? Ganz schön das Leben schwer. Und jetzt mit Thank you.
vergessen. Welche Aufträge ich gerade gewählt habe. Es gibt hier immer so, boah, keine Mission, sondern so Special-Dinger, zum Beispiel 6 Takedowns in einem Spiel gibt einen Bonus an Follower um Geld. Oder auch neue Ausrüstungsgegenstände, gerade wie das Visier mit dem Gesicht, wo mein Kollege hatte. Ja, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Der Bug ist nervig. Man bekommt seine 2 Teamkollegen nicht angezeigt. Das heißt, ich spiele auch als erstes. Ein Rig deines Teams ist beim Tor. Hilf ihm! Ein Wahnsinnstor von der Sharkpilotin! Die Sharks können ausgleichen! Das ist ein Tor für die Aces! Die Aces haben dieses Spiel weiterhin fest in der Hand. Es steht jetzt 2-1. Schalte diese Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Die Sharks verlieren die Kontrolle über das Match. Erledige diesen Ace-Rig, bevor er das Tor erreicht. Overdrive ist online. Konzentriere dich auf das Tor. Schnell die Geschwindigkeitsboost aktivieren und wegziehen. Der Vorsprung der Aces schwindet. Sie müssen aufpassen. Die Sharks können den Spieß wieder aufgehen. Zeit! Die Sharks liegen zurück, aber sie sind der Konkurrenz auf den Fersen. In der zweiten Halbzeit werden sie alles geben. Du hast bis jetzt mehr Punkte erzielt als alle anderen im Team. Das ist klasse. Aber lass nicht nach, bis die Schlusssirene ertönt. Die Piloten nehmen Aufstellung für die zweite Hälfte. Macht euch bereit! Ein Teamkamerad ist unterwegs zum Tor. Hilf ihm! Das könnte ein Tor für die Schaffung. Sharks ziehen gleich auf und sind jetzt Kopf an Kopf! Wir haben
Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Overdrive aktiv. Du kannst jetzt punkten. Für die Aces läuft es wie am Schnürchen und sie bauen ihre Führung aus. Punkt für die Sharks! Und das reicht! Und ein Tor! Die Sharks antworten gleich mit einem Tor. Die Sharks können ausgleichen. Gleichstand bei 5 Punkten! Das Spiel läuft nicht so, wie die Sharks das möchten. Schade. Ein Ace. Da hält ein Ace-Ring auf. Ah, Mann. Hat er sich gut versteckt? Neuer Einsatz. Bereit machen. Roboter gewählt hat oder du bist. Nicht. Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Da hält ein Ace-Ring auf das Tor zu. Ja. Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Los. Tolles Teamwork gegen den Ace-Ring. Du kannst jetzt punkten. Ab zum Tor. Schalte dieser Ace-Pilotin aus, bevor sie punktet. Ace-Rig ist im Overdrive. Cockpit in Bewegung, bitte warten. Die Zeit ist um und es steht unentschieden. Aber wir brauchen eine Entscheidung. Also geht's in die Verlängerung. Schade. Du bist Zweiter im Team geworden. So, nächste Runde stellen wir zweimal. Das läuft besser. So. Schön gemacht in der Stadt. Nicht so fahrig agieren. Im Ladebildschirm kurz wieder kalibrieren. Ist einfach durch die Optionstaste. Blick nach vorne, Logo fixieren und dann die Optionstaste lange gedrückt halten. Ist wieder die Neukalibrierung. Wenn man verrutscht, doch durchs ganze Hin- und Her gewackelt ein bisschen aus der Position. Habe ich das Gefühl. Team Kollege ist ja nicht da.
Seid ihr bereit? Und los geht's! Piloten, volle Kraft voraus! Macht es euch nicht zu gemütlich, Leute. Dieses Powerslam-Spiel hier in Nevada könnte sich zu einem haarscharfen Kampf zwischen diesen beiden erfahrenen Teams entwickeln. Ein Rig deines Teams ist beim Tor. Hilf ihm. Neuer Einsatz. Bereit machen. Ein Ace geht in den Overdrive. Cockpit ist drin. Los jetzt. Ein Rig deines Teams. Für die Sharks! Und der nächste Schachtreffer! Das ist eine Torserie! Die Sharks liegen stark vorne. Es steht jetzt 5 zu 2. Wenn die Aces nur ihren Rhythmus finden, könnten sie das Spiel noch umdrehen. Overdrive.
das Tor. Du hast es fast geschafft. Noch eine Minute Spielzeit. Ein Rig deines Teams ist beim Tor. Eine Schaffung ist an das dritte Tor im Vorgespiel. Oh, schade. Vorsicht, der Ace Rig will punkten. 7-2. Können die Aces jetzt noch aufholen und das Blatt wenden? Ein Rig der Aces ist im Overdrive. Das ist ein Tor für die Aces. Die Führung der Sharks schmilzt dahin. Sie müssen etwas dagegen tun. Es steht jetzt 7-3. Die Aces können den Spieß langsam wieder umdrehen. Schalte dieser Ace-Pilot hinaus, bevor sie punktet. Das Spiel, wir konnten noch einen Sieg erreichen. Ich ihm zu viel. Der Spitzenrang im Team, gut gemacht. Mit der Leistung hast du dir den MVP-Titel absolut verdient. Sehr gut. Hauptsache ist das MVP. War natürlich cool, dass ich das schaffen möchte. Dieser MVP hat ein paar gute Moves drauf. Das ist doch mal ein Pilot, der weiß, was dem Publikum gefällt. Ein tolles Ergebnis. Diese Punkte werden deine Aufstiegschancen nachhaltig erhöhen. Glück gehabt. Letztes Spiel für Schmerzen. So, ich glaube, an der Stelle mache ich den Schnitt. Wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video, wenn es wieder heißt Rigs Merchandise Combat League. Also, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut. Ciao.